So. Hallöchen. Ja, willkommen zu einem Buch. Man sieht meine Flasche. Autsch. Alle tot. Willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Ich habe vor kurzem in einem Land vor unserer Zeit. Also vor mittlerweile 10 Jahren oder sowas. Sehr viel Bus-Simulator 2008 und German Truck Simulator gespielt. German Truck Simulator ist ein Spiel von SCS Software, was Nachfolger ist von Euro Truck Simulator. So. Und Euro Truck Simulator kannte ich früher auch, war mir aber zu behindert von der Steuerung und allem drum und dran. Und jetzt habe ich aber vor kurzem, weil ich habe jetzt vor kurzem wieder angefangen, German Truck Simulator zu spielen. Ich wollte auch Bus Simulator spielen, also ich habe es auch gespielt, aber Bus Simulator 2008 ist einfach zu kacke. Und ich habe darüber, dass ich German Truck Simulator gespielt habe und mich da mal ein bisschen erkundigt habe, der Wikipedia, herausgefunden, dass der Vorgänger, also Euro Truck Simulator, einen Nachfolger bekommen hat. Ja, und zwar Euro Truck Simulator 2. Und das Spiel wird bis heute aktiv entwickelt. Warum sagt mir sowas keiner? Ja, dementsprechend werden wir auch genau das heute mal spielen. Ich habe das auch schon ein bisschen angetestet, weil ne, ist ja ein Windows-Spiel. Das heißt, es ist immer die Frage, ob es funktioniert. Aber es funktioniert tatsächlich extrem gut. Ich habe nur einen ganz kleinen Bug. Das habe ich auch schon im vorherigen Video, wo es um meine Rechneranlage und um die Let's Plays ging, schon gesagt, dass so Overlays. Boah, Digga, voll Sound. So ein paar grafische Glitches haben. Oh. Jetzt sieht man natürlich nicht mein Icon da oben. Meine Kameras sind doch sowieso ganz schön groß. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt so schön ist. Wartet mal ganz kurz. Ich werde mal ganz kurz. Möchtest du wirklich beenden? Ja. Sehr gerne. Ich werde mal meine Kameras etwas kleiner machen. Ungefähr. So. So. Nee. Ich werde mal. Damit ihr auch seht, was ich hier mache. Ich werde mal. So, sieht der sowieso nicht, weil meine Kamera da drüber liegen. Ich voll Honky Kong. Ich werde mal. Transformieren. Mein Hund dödelt schon wieder rum. Transformation bearbeiten. So, da gehe ich mal auf 360. 640 mal 360 ist 16 zu 9. Und dann schneiden wir mal ein ordentliches Stück ab. So, so. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir mal so. So. Ja, das war genau das, was ich wollte. Nee, das ist schon wieder zu wenig. Ich glaube, so ist doch besser. So, jetzt muss man erst mal rechnen. Also, da oben 920 minus. Nein, das ist Bullshit. 340 minus 960 minus 160 müssten genau 1920 sein. Genau, Full HD. So, und das Full HD. So, 1920 ist die Hälfte von meinem Bildschirm. Davon muss ich diese 640 abziehen. Dann komme ich genau auf 2280. Genau. Das, was bei 720p rauskommt. Das heißt, die Kamera muss bei 1280 beginnen. Dann wäre sie jetzt, dann wäre die rechte Seite der Kamera genau zentriert. Mathematik. So. Die zweite Kamera, die muss gerne bei genau 1000.
Warte mal kurz, kann ich? Ach ja, ist ja bloß noch die Hälfte davon da. Ich schon wieder. Das heißt, ich muss die Hälfte davon abziehen. Ups. Ja, ne. Minus bin ich bei 1600. So wird ein Schuh draus. So, und das muss jetzt genau bei 1920 beginnen. Genau, das wird auch alles gleich. Und hier wird es wieder ein bisschen enger. Hier wird es wieder ein bisschen kleiner. Und dann schneiden wir wieder 99 ab. So. Close. Jutschen, dann sollte das jetzt für eure Truck Simulator einigermaßen ordentlich funktionieren, auf jeden Fall. Let's go. So, wir beginnen als Ronix. Natürlich Level 0, klar. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist ein bisschen die Steuerung angepasst, damit die so ist, wie sie mir gefällt. So, wählen Sie eine Stadt, in der du beginnen möchtest. Die Frage ist, wo beginnen wir denn? Wir haben tatsächlich relativ viel zur Auswahl, weil ich habe quasi das Grundspiel und nahezu oder komplett alle DLCs. Wollen wir hier in Skandinavien anfangen? Das ist mir ein bisschen zu kalt. Russland? Nee, garantiert nicht. Die haben es gerade geschissen. Da komme ich ja nicht mehr in die EU. Da bin ich hier zwischen diesen beiden Städten gefangen. Könnte gar nicht da immer nur hin und her pendeln. Boah, auf so einer einsamen Insel beginnen. Das wäre natürlich auch geil. Komm, ganz ehrlich, machen wir. Let's go! möchtest du das Tutorial? Ja, klar. Es ist ja immerhin ein Let's Play. So, wir verkaufen Spielzeug. Wir transportieren Spielzeug. Sorry. Willkommen in Euro Truck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob. Das Fahren eines LKWs. Bitte nicht noch ein S? Egal. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für ein LKW. Bis auf Weiteren wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Danke, Angela Merkel. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Spielzeug für YOLO Lines. Wie spricht man dieses EO aus? Ja, einfach YOLO Lines. Sicher zur Entladestelle nach. Sicher zur Entladestelle nach. Ich kenne dieses Zeichen nicht mal. Wir spielen aber schon ein deutsches Spiel, oder? Ist ja auch egal. Dein Arbeitgeber hat sich mit der Zugmaschine hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Na, das schaffen wir doch auf jeden Fall. Willkommen in eure Taxi. Was? Hä? Was hat ein Glitch? Oh. Ah, wir sind ja schon mitten im LKW. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Kommt jetzt noch was? Oder können wir direkt loslegen? Ah, wir können direkt loslegen. Geil. Okay, so. Normalerweise steuert man die Kamera mit der Maus. Ich habe aber auf Maussteuerung umgestellt, weil ich habe keinen Bock, mir ein Lenkrad hier irgendwie anzubasteln. Außerdem müsste ich mir jetzt mal eins kaufen. Ich habe schon 8000 Euro ausgegeben. Von daher spiele ich mit der Maus. Und dementsprechend habe ich das so eingestellt, dass wenn ich mich umgucken möchte, ich einfach dabei die Q-Taste gedrückt halte. Jetzt kann ich mich quasi umsehen, ohne zu lenken dabei. So, gucken wir uns erstmal um hier. Was haben wir denn? Wir fahren ein Volvo tatsächlich. Das ist auch genau der, den ich mir ausgewählt habe. Fällt mir gerade mal auf. Das war beim Probespielen auch schon so. Ah, okay.
Für die Firma Flay. Okay. Also geil aussehen tut er schon, ne? Achso, wie sieht es eigentlich aus mit... Behaltet deine Garage im Auge, stell neue Fahrer an. Hier funktioniert das. Normalerweise hatte ich doch auch hier so ein Tutorial. Aber das ist weg. F1, Pause, Seitenspiegel, Mobil... Genau, F3. Hat hier nicht normalerweise auch Hilfe kommen? Genau, ist der Zustand. Genau. Okay. Ja gut, beim Probespielen war das Tutorial am Anfang ein bisschen länger. Naja, auf jeden Fall haben wir hier unser Onboard-Computer oder was auch immer das sein soll und können hier quasi durchschalten. Normalerweise ist das F5, F6, F7, F8. Ich habe es aber schon umgestellt, weil F6 habe ich bei mir schnell speichern und F9 habe ich bei mir schnell laden. Einfach weil ich diese Tasten aus Doom zum Beispiel kenne. Habe ich ja also auch so übernommen. Genau, das heißt, F5 ist unser Navi, was man in verschiedenen Arten umschalten kann sogar. Geil. F7 ist unser aktueller Liefer-Gedings-Gedöns. F8 ist Schaden, genau. Und F10 ist Kurznachrichten, okay. Gut, dann haben wir das auch schon mal. F1. Achso, genau, jetzt kann ich lenken hier. Ist schon geil, Alter. Ist schon echt krass. So, der Modis ist mit Taste 1 haben wir Innenansicht. Taste 2 haben wir genau die Außenansicht. Taste 3 war Rangieransicht. Was war 4? Achso, jetzt bin ich auf dem Dach. Okay. 5 ist Radansicht. Genau. Ist quasi das gleiche, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie bei der 1. Weil man kann hier bei der 1 auch aus dem Fenster gucken. Genau, dann ist man auch draußen. Mit dem Unterschied, dass wenn man bei der 1 sich wieder rein, also wieder zurück dreht, dann landet man wieder im Führerhaus. Bei der 5, da bleibt man aber draußen. Ja, das ist so der Unterschied zwischen den beiden. So, was war 6? Hallo? Ach so, Stoßstangenansicht. Genau, ich bin jetzt bei der Stoßstange. So, 7 ist... 7 ist die geile Radansicht. Huiuiui. So, und 8 war... 8 ist hier, also, off-Kamera, die dem Fahrzeug dann einfach folgt. Lass uns loslegen. Ich habe gerade den Motor gestartet. Dann fahren wir mal los mit W. Oh, muss lenken. Genau. Vor allem, was bei dem Spiel so geil ist, ist... Warte kurz, war die 2? Hier, man hat richtig... Wow, ein Unfall. Ich schaffe es noch, ich schaffe es! Jawohl, ja. Ja, man sieht richtig die Kabelanlage bei dem LKW. Tada! Ja, wir wollten die 8, ne? Genau, die 8. Oh, da fährt auch ein LKW. Guckt euch das an, Alter, da fährt ein LKW. Ein fucking LKW. So, wir fahren, da ist das Tor. Wir müssen also nach da. Okay. Fürs Protokoll. In meinem Probespiel habe ich meinen damaligen Platz, wo wir jetzt sind, noch nicht verlassen. Ich war noch nicht auf öffentlichen Straßen. Es ist also jetzt für mich komplettes Neuland, weil ich habe auch im echten keinen Führerschein. Hehe. Also, für alle Leute, die den Führerschein haben und zugucken, bitte versucht nachzudenken. Nehmt eure Beruhigungstabletten. Ihr werdet sterben. Ihr werdet langsam und qualvoll sterben. Das ist meine Garantie. So, wir fahren jetzt raus. Ich glaube, die Kamera ändert sich gar nicht, oder? Nach links ab. Okay, wir sollten... Boah, Alter. Bleibt die Kamera jetzt für immer hier, oder was? Ich dachte, die Kamera folgt mir irgendwann.
Oh. Ich komme mir gerade vor wie. Oh. Okay, die ändert sich doch. Haha. Okay. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Ich kam mir gerade vor, wie wenn du irgendwo mit so einem Spielauto stehst, mit so einer Fernbedienung, so von weitem weg, wo du dann zuguckst, wie dein Auto fahren kann. So, wir sind an der Kreuzung. Wir sollten vielleicht mal blinken. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Wow. Oh, scheiße. Oh mein, blinke ich immer noch? Ich glaube, ich blinke immer noch, ne? Ich sehe es nicht. Blinke ich noch oder blinke ich nicht? Nö, ich blinke nicht mehr. Okay, 8. Boah, ist schon geil, Alter. Allein die Grafik sieht halt so unendlich, wow, so unendlich cool aus. Wow, Alter. Also Maussteuerung aus der Perspektive ist schon echt ein bisschen schwer. Alter, ich muss doch schon sagen, diese Volvo-LKWs, ja, die sehen von der Front her schon arschgeil aus. Leider Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. sieht man den hier kaum von vorne. Wird immer nur von hinten gezeigt. Gerade eben war mal kurz eine Kamera, da hat man die kurz von vorne gesehen und hat man schon gesehen, wie geil der Nimm aussieht. diese Ausfahrt. Was jetzt? Achso, halt da, genau. Im Spiel funktioniert. Ach, guck mal. Also im Spiel, ich könnte meine Kamera wirklich noch ein bisschen größer machen. Ja, wobei jetzt das mit dem F1, das ist gerade so dran, ne? Aber viel mehr. Wow. Alter, die Ka Was? Was ist das für eine Kamera? okay, also da ist die Straße. Ich muss also jetzt so fahren. Genau. Ja, klar, im Hänger. Wow, Spiel. Es ist. Wie gesagt, ich habe ja früher German Truck Simulator gespielt. Und die Grafik ist halt milliardenmal besser. Auch die Steuerung ist unglaublich geil. Jetzt sind wir wieder von vorne. Guckt euch den LKW an. Sieht das nicht geil aus? Jedes Mal, wenn ich bei mir zur Arbeit fahre, oder nach Hause fahre und auf den Bus warte und da so ein Volvo vorbeikommt, ich kriege jedes Mal ein Kind. Ja? Einfach instant pregnant. Es sieht einfach so geil aus, diese LKWs. Ich weiß, viele, gerade so Deutsche, die lieben ja eher so MAN oder Scania. Ich meine, Scania sieht auch noch geil aus. So, Aber MAN sieht ultra langweilig aus. Und Volvo, Digga. Ey, der hupt schon hinter mir. Volvo, ja, Volvo. Achso, ja. Feststellbremse gelöst. Alter, auch diese Luftgeräusche. Ey, dieses Spiel ist so geil. Oh, ich freue mich jetzt schon. Oh, gib mir die Aufnahme. Gib sie mir. Oh, ist besser als an einem Waschbecken zu lutschen. Zu lecken. Okay, in der OBS-Aufnahme, das stockert das Ultra. Hä? Wait a second. Ich muss mal kurz rückwärts fahren. Also OBS sagt, es hat 24 Bilder pro Sekunde. Aber es stockert in OBS Ultra. Wartet mal ganz kurz. Ich werde mal ganz kurz mal speichern. Ja. Beenden. Und ich werde mal einen kleinen Workaround benutzen. Und zwar werde ich mal versuchen, das Ganze mit X-Composite aufzunehmen. Ich weiß nur nicht mehr, wo das war. Das da müsste sein. Mal gucken, wie es so ist. Aber das hat gerade ganz schön gestockert im Video. Ich hoffe mal, in der Aufnahme ist es nicht auch so schlimm. Weil mir ist teilweise aufgefallen, es sieht im OBS-Vorschaufenster schlimmer aus als im eigentlichen Video. Aber ich will mal sicher auf Nummer sicher gehen. Oh, jetzt habe ich wieder die großen Kameras, ne? Full HD. Ja, gut. Aber wir haben ja gesehen, das reicht für ein Spiel eigentlich tatsächlich aus. Na gut, außer dass man von dem wunderschönen LKW nichts mehr Lassen's sieht. loslegen. Guckt euch dieser LKW an, von dem ihr nichts seht. Haha, mein LKW. Oh, ist schon geil. Ja, ich glaube, es mit den Kameras ist doch nicht so geil. Ah. Pilotfolge. Immer diese ersten Folgen, wo man immer erstmal alles rumprobieren muss. So, jetzt muss man erst kurz gucken hier.
Das ist zu klein, aber von euch beiden würde ich gerne die Kameras übernehmen. Das heißt, ich muss Fenster. Das heißt, du kommst weg und dafür kommt jetzt, wo sind meine Fenster? Fenster, 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 Fenster. So, das muss aber nach unten. So, und jetzt sollte das Ganze wunderbar funktionieren. Ich hoffe. Na komm, starte. Ma, das sieht erstmal gut aus. Ja, let's go. So, bin ich mal gespannt, dass jetzt weniger stockert in der Vorschau. Boah, wir kriegen 1800 Euro. Lass uns loslegen. Ah, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Ja, es stockert nicht mehr so. Sehr cool. Okay, dann hat es vielleicht doch im Video direkt gestockert. Ah, okay. Wow. Ey, ich kann sowohl mit dem Hauptfenster spielen, als auch mit der Vorschau von OBS. Lol. So, boah, Alter, dieser... Boah. Der Sound ist schon geil, Alter. Da lohnen sich gute Kopfhörer, mein Freund. Da lohnen sich gute Kopfhörer bei den Tiefen, ey. Wow. Da wirst du ja... Ah, ich bin schon wieder schwanger. Okay, also mit der Kabinenansicht lässt sich wesentlich besser fahren. 2 ist... Halt, stopp. Wie jetzt? So. Ah, look at this. Wow. Ja. Wo ist denn rechts? Am Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Oh mein Gott. Diese Ausfahrt. Ey, gut geschafft. Haha, lol. So, muss ich hier, da ist die Ausfahrt. Oh mein Gott. Oh, shit. Halt. Fahr doch mal normal hier. Holy moly. Wow. Ja. Oh, dieser LKW. Diese Schatten, Alter. Wow. Ey, also, ohne Scheiß. Ja, die Grafik von dem Spiel. Es ist so unglaublich gut. Alter. Allein die Vegetation, ja. Alter, guck mal die Felsen an. Es ist unglaublich gut. Oh, ich mag dieses Spiel jetzt schon. Und das Ganze in 4K? Ich werde eine sehr fruchtbare Zeit haben. Ich darf hier 80 fahren? Digga, bitte was? Wow, halt, stopp. Ich glaube, ich kann hier keine 80. Aber kurz, mal so. Wow. Okay, mal gucken, ob ich so 80 schaffe. Wow. Oh, okay, ich hab 80. Oh, Alter. Diese Kurven. Als ob du hier mit 80 durch die Kurven fahren kannst. Ey, es geht sogar. Nicht schlecht. Alter. Muss ich in die Kurve eigentlich blinken? Nee, ne? Blinken muss ich nur an Abzweigungen. Also hier Kreuzung und so ein Scheiß, oder? Ich blink mal. Boah, Alter. Stopp mal. Ah, wow. Oh. Ich wollte gerade sagen, durch die Kurve mit 80 bist du bescheuert, aber ich darf hier bloß noch 50 fahren. Ups. War da irgendwo ein Schild? Habe ich das Schild übersehen? Ist auch egal. Okay, da fahren wir halt nur 50. Ja. Das klingt auch wesentlich vernünftiger in der Kurve. Ja. Haben wir Schaden bekommen? Warte mal ganz kurz. 11, 8. Oh, kein Schaden. Nicht mal die Ware hat Schaden bekommen? Digga, die Ware muss jetzt durchgeschüttelt. Also wenn ich jetzt Milch transportiert hätte... Oh, 30. Wenn ich jetzt Milch transportiert hätte, dann hätte ich jetzt Milchshake. Ja? Es ist zwar eine andere Ware, aber sie ist immer noch heile. Am Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Ja? Das wäre im Fachjargon... Ja, ich habe ja als Einzelhandelskaufmann studiert. Gelernt. Ausfahrt. Welche? Die hier. Das wäre eine Falschlieferung. Aber keine... Wie sagt man?
Was ist, gibt's, hier gab es auch Tempomat, ne? Was war nochmal Tempomat? Tempo, Feststellbremse. Alter, es gibt hier halt so viel. Guck mal, was man hier einstellen kann. Ach ja, siehst du, was ich auch noch geändert habe? Was waren das jetzt? Genau hier. Fenster. Oh, Fenster, man kann Fenster öffnen. Das müssen wir gleich mal direkt angucken. Aber erstmal, wo war denn diese komische Feststellhupe? Gratial, Retarder, LKW-Achse. LKW-Achse heben und senken? Ich bin beeindruckt. Ich bin dezent beeindruckt von dem Spiel. Das ist so geil, Alter. Ey, wenn ich das mal mit German Truck Simulator vergleiche, es liegt halt einfach Welten dazwischen. Ich meine, gut, German Truck Simulator ist jetzt mittlerweile auch schon mehr als 10 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Und wie gesagt, das Spiel wird da aktiv entwickelt. Es gibt es, glaube ich, sogar auf Steam. Ich habe ja kein Steam, also ich nutze aktiv kein Steam. Ich habe ein Steam-Konto, aber wie gesagt, ich nutze es aktiv nicht. Aber wie gesagt, das Spiel gibt es wohl auch bei Steam. Also, wenn ihr es genauso geil findet wie ich, dann gerne kaufen. Wo ist jetzt dieser Kack? Es gibt hier einfach zu viele Sachen. Was habe ich jetzt überhaupt gesucht? Achso, genau, Tempomat oder wie das Ding heißt. Retarder TV-Ansicht. Ah, egal. Achso, genau, das war die 8, die wir schon probiert haben. Stimmt, das habe ich auch geändert. Das Zoom können wir auch mal probieren. Alter, ich lenke mich gerade selber hier ab. Retarder. Mann, was versuche ich denn jetzt eigentlich gerade? Bremsen, links, hochschalten, runterschalten, neutral schalten. Getriebe, Motor anlassen, Motorbremse, Feststellbremse, Motorbremse erhöhen, senken, Aufliegerbremse, Retarderstufe. Oh mein Gott! Aufliegerachse, Differentialsperre, linker Warn, Lichtmodi, Fernrupe, Hupe, Fanfare. Fanfare? Das müssen wir probieren. Scheibenwischer, Tempomat! C! Ah! So. Halt, stopp, jetzt rede ich. So, erstmal Fenster. Oh mein Gott. Achso, hey, Moment mal. Okay, man kann auch bei geschlossenen Fenstern durch. Okay, das ist natürlich schön, aber nicht so physikalisch korrekt. So, was war das andere? Fanfare. Das war N. Nee, war's nicht. Option, Game, Taste. Fanfare. Von Lichthupe, Hupe, Fanfare. Doch, war N. Hä? Moment mal. Ach, wir haben gar keine Fanfare. Wenn ihr es seht, bei LKWs. Ups, falsche Taste. Da. Hier oben drauf, da wo jetzt diese Antennen sind, da haben manche LKWs diese Trompetendinger drauf. Das nennt man Fanfare. Aber die haben wir gar nicht. Wie hässlich. Na gut, dann müssen wir das mal später mal probieren. Hilfe, ich bin verwirrt. Da. So, was war's noch? Ach so, genau. Zoom in der Innenansicht. Oh, Alter. Okay, das Zahlenpad, damit 1, 2, 3, 4, das ist gar nicht so hochauflösend, sehe ich gerade. Das ist... Oh, da ist ein Zug. Oh, Alter, dieses Spiel ist direkt sympathisch. Bei German Truck Simulator gab es, glaube ich, keine Züge, ne? Da habe ich noch nie einen Zug gesehen. Oder gab es da Züge? Nee. Bei Bus Simulator, da gab es, glaube ich, Züge. Aber bei German Truck Simulator gab es, glaube ich, keine Züge. Digga, dieses Spiel ist so cool. Alter, diese Folge geht schon eine halbe Stunde. Was machen wir hier eigentlich die ganze Zeit? Let's go! Let's go! Der Truck wird eingetütet. Wow. Let's go. Oh, Alter, dieser Sound. Ich war viel zu schnell. Oh. Oh, mit Bahnübergängen, Alter. Stopp! Wow! Das war doch keine Bremse! Oh, guckt euch diesen Zug an. Also die Bremse ist ganz schön schwach.
Naja, für die, die es nicht wissen, ein LKW hat ja heißt die Trommelbremse? Doch, glaube ich, ist die einfach Trommelbremse. Also du hast quasi, wenn du dein Rad hast, dann hast du im Rad noch ein zweites Rad und in diesem Rad hast du zwei Bremsklötze. Ich sollte mal... Achso, ich sehe nicht. Wir haben ja Tempomat. Der LKW zieht aber schon ganz schön an hier, ne? Also es geht da gerade ein bisschen bergauf, ne? Trotzdem beschleunigt er hier, als wenn es nichts wäre. So, jetzt habe ich Tempomat oder habe ich? Ja, habe ich. Was? Genau. Und in diesem inneren Rad hast du dann quasi zwei Bremsklötze. Oh, scheiße. Die sich dann quasi, wenn du bremst, nach außen gegen das Rad drücken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gegen das Rad drücken. Und dabei aber so eine Bremskraft erzeugen, dass die Räder wirklich einfach selbst beim vollbeladenen LKW wirklich klassisch blockieren können. Also du hast bei einem LKW, übrigens auch bei einem Bus zum Beispiel, einfach so eine krass Bremskraft. Aber das hier... Oh, das ist Müll auf der Straße. Oh, wow, 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 wow. Oh, oh, oh. Nein! 1% Schaden! Aber die Ware ist doch in Ordnung. Oh. Wow, wow, wow. Was soll ich gerade sagen? Genau. Du hast normalerweise so eine Bremskraft. Und also das, was ich da gerade gemacht habe, gegen diesen Bahnübergang, hätte eigentlich normalerweise problemlos möglich sein sollen. Der hat da echt schwach gebremst. Oh, Alter. Oh, es geht bergab. Oh, es geht bergab, Leute. Aktiviert den Retarder. Den Retarder, wie geht das überhaupt? Retarder, 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 Retarder. Ah, okay. Heißt die Motorbremse. Motorbremse. Ah, nee. Stimmt, Motorbremse ist ja nochmal was anderes als ein Retarder. Retarder, also Motorbremse, Retarder. Für die, die von LKWs keine Ahnung haben. Du hast in einem LKW mehrere Bremsmöglichkeiten, ja. Es ist nicht so wie bei einem Auto. Da hast du ein Bremspedal, das drückst du und dann bremst du. Nee, beim LKW hast du drei Bremsarten. Du hast einmal deine klassische Bremse, also keine Scheibenbremse, sondern wie gesagt eine Trommelbremse. Die habe ich ja gerade schon erklärt. Dann hast du noch eine Motorbremse. Die funktioniert auf dem Prinzip, dass so ein Verbrennermotor, wenn du den nicht bebrennst, also wenn der einfach nur mitläuft, dadurch, dass dich die Kolben die ganze Zeit da bewegen und alles, bremst der Motor unglaublich stark diesen LKW ab. Das heißt, normalerweise, wenn du einfach nur rollst, entkuppelst du ja den Motor. Das heißt, der Motor läuft halt auf Standgas weiter und der LKW rollt einfach für sich. So, und bei der Motorbremse wird aber genau dieses Verhalten so geändert, dass der Motor wieder eingeklinkt wird, glaube auch manuell in einen sehr niedrigen Gang geschaltet wird, sodass sich der Motor relativ schnell mitdreht und damit den LKW sehr stark runterbremst. So, und ein Retarder ist sowas ähnliches, weil das Problem bei der Motorbremse ist, es belastet den Motor halt unglaublich. Und der Retarder ist quasi so eine ja, keine Ahnung, ob so eine Scheibe ist oder einfach ein, also quasi eine Art Strömungsgetriebe. Du hast also quasi einfach dein Motor sitzt an einem Gerät, wo irgendwie Öl drin ist oder irgendwas anderes, also eine Flüssigkeit. Und die wird ganz stark in Bewegung gebracht. Und gleichzeitig wird sie aber durch das Gehäuse wieder abgebremst. Und damit bremst du quasi deine Kardanwelle runter. Und das ist halt quasi eine verschleißfreie Bremse. Weil dort halt nichts anderes gemacht wird, als eine Flüssigkeit bewegt wird. Ja, bei dem Motor hast du ja deine ganzen Zylinder, die sich bewegen. Die ganzen Zylinder, Ventile und alles. Und das verschleißt halt mit der Zeit. Und bei der Retarderstufe, bei der Retarderbremse, hast du das halt nicht. Weil sich wirklich nur die Flüssigkeit bewegt. Deine Achse bewegt sich zwar auch, aber innerhalb der Achse bewegt sich halt nichts. Deswegen hast du also keine Gelenke, die verschleißen können oder ähnliches. Und das ist halt der Vorteil an diesem Retarder. Und wenn man sich jetzt fragt, warum braucht man diese ganze Scheiße eigentlich? Naja, weil ein LKW ein bisschen schwerer ist als ein Auto. Ja, wenn jetzt mit einem Auto
Diese Musik geht mir ultra auf den Sack. Wenn du mit deinem Auto, Motor war eh, ne? Erste Ausfahrt nehmen. Ja, oh, guck mal, wie der aussieht. Wenn du mit deinem Auto, einen Berg runterrollst und dann die ganze Zeit auf der Bremse stehst, weil dein Auto beschleunigt, ist das kein Problem fürs Auto. Die Bremse wäre ein bisschen warm, okay. Bei einem LKW wäre sowas gar nicht möglich. Bei dem LKW, wenn du dort jetzt die Alpen runtersegelst, mit dem LKW, und die ganze Zeit auf der Bremse stehen würdest, erstens, würden die Bremsen sowas von hart verschleißen, was für ein LKW unwirtschaftlich wäre. Hupen die jetzt gerade im Hintergrund, ich hau euch. Und zweitens, wenn die Bremsen dabei auch so heiß, dass sie die wirklich abfackeln können. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich brennen würde, aber die Bremsen würden davon auf jeden Fall kaputt gehen. Und deswegen wurde halt diese Motorbremse erfunden, weil die halt wirklich konstant einfach mitlaufen kann, sodass du bei deiner Bergabstrecke halt nicht beschleunigst, sondern halt bei deiner Geschwindigkeit bleibst. Weil du kannst diese Motor, also die Stärke der Motorbremse kannst du ja einstellen. So, und weil das halt den Motor verbraucht, wurde dann halt die Vitala-Stufe erfunden. Das heißt, diese Vitala-Stufe oder die Motorbremse nutzt du normalerweise dann, also dafür wurde sie erfunden, wenn du halt sehr lange Bergabstrecken hast, wo du konstant bremsen musst, damit du halt bei deiner Geschwindigkeit bleibst und nicht auf 3000 km/h beschleunigst. Und mittlerweile nutzt man die Motorbremse und den Vitara aber auch für normale Bremsvorgänge. Einfach um den Verschleiß an deiner normalen Bremse möglichst zu minimieren. Weil, wie gesagt, LKWs fahren pro Tag hunderte Milliarden Kilometer. Ja, ich meine, so ein normaler LKW kann die Erde an einem Tag locker dreimal umrunden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schneller als ein Düsenjet. Nee. Egal. Auf jeden Fall, LKW fährt halt ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometer. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ein LKW. Ich meine, ein LKW fährt 80 km/h. So, 80 km/h mal 24 Stunden. Gut, ein LKW fährt pro Tag in der Regel nur so 10 Stunden. Also 800 Kilometer pro Tag. Ist keine Seltenheit, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, und da hast du also bei 800 Kilometer pro Tag hast du halt so viel Verschleiß, dass du das als Unternehmen halt möglichst reduzieren musst, damit du halt wirtschaftlich bleibst. Und deswegen hast du halt diese Antriebsbremsmethoden. So, genug gequatscht. Weiter jetzt hier. Habe ich gerade 5 Minuten gequatscht? Holy moly. Wow. Ach komm, wir machen mal hier so hier. Ups, da war ein Schild. Habe ich nicht gesehen. Voila, Bibi. Ich war zu schnell. Also ich war viel zu schnell. Holy moly. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Wo ist denn links? Da ist links. Biege nach links ab. Oh, halt, wir müssen vorwärts gewähren. Wow. Hat sich gerade schon ja schon geneigt, ne? 50 dürfen wir nur. Ich mach mal wieder hier den Dixie-Monster an. Alter, die haben sogar fucking Strand. Wow. Die haben sogar Strand, Alter. Guckt euch das an, das ist ein Schiff. Alter. Dieses Spiel, was war da gerade? Egal. Rechts abbiegen, sagst du, ja? Okay. Biege nach rechts ab. Oh mein Gott. Wow. Also an die Maussteuerung muss man sich zwar erstmal gewöhnen, aber sie geht tatsächlich extrem gut. Okay, da müssen wir hin. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Um das Parken des Auflegers zu überspringen. Nee, ich will ja nicht überspringen. Ich muss noch ein Stück vorfahren, oder? Fracht ist für die Entladung bereit. Zum Abkuppeln des Auflegers soll Taste drücken. T! Basisvergütung 103 EP. Ach nee, da, Kontostand.
Kontostand? Egal, 1800. Easy. Boah, Alter, wir haben fast ein ganzes Level geschafft. Holy moly. Respekt, Digga. Wenn wir jetzt GTA spielen würden, würde dann einfach plus stehen, plus Respekt. Das ist eine meine Firmenzentrale. Das ist meine Firmenzentrale, Leute. Meine. Yes. Eine sehr schlichte Garage. Ach komm, so übel sieht die gar nicht aus. Bisschen Graffiti wegmachen und die ist top wie neu. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Oh. Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Und wo ist mein Moped? Ich habe ein Moped. Ey Leute, mein Moped. Oh, da leuchtet was Grünes im Haus. Hoffentlich keine Stickoxide oder so. Leuchtet da auch was? Hm? Oh, was weiß es? Okay. In dem Gebäude werde ich abgeschleppt, guck mal. Wenn du da drinnen parkst, wirst du abgeschleppt. Hey, lol. Guck mal, das ist was Weißes. Und gleich noch was Grünes. Mal gucken. Oh, guck mal. Ach, das ist so ein Ding, was sich da dreht. Ah. Das ist Fenster. Oh, ach, übrigens, hier ist die Tür, da ist das Dach, ne? Für die es noch nicht wussten. Kann man sehen, was das ist? Nee, ne? Das ist ein Haus im Haus, okay, gut. Leider kannst du deshalb kannst du hier, was? Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und deine Geschäfte von hier betreiben. Ich kann meine Geschäfte? Ich habe da sogar eine Toilette? Wow. Viel Glück. Dies ist deine Warum können die Texte immer achtfach? Oh! Jetzt sieht aber hier ein bisschen mehr als davor. Nee, oder? Nee. Okay. Hier kannst du deinen Fortschritt sehen. Ich bin Level 0. Welchen Fortschritt? What are you talking about? Ich hab keinen Fortschritt. Okay. 118 EP, ja. Weg. Malte deine Garage im Auge, stelle neue Fahrer an und verwalte deine Firma. Stimmt, bei German Talk Simulator gab es ja auch, ich konnte ja auch hier andere Mitarbeiter einstellen und so einen Scheiß, ne? Nice. Ey, dieses Spiel wird so krass viele Folgen haben. und verwalte deine Firma von hier. Von wo? Ich kann nichts anklicken. Steige in der Karriere weiter auf, um von der Bank einen Kredit zu erhalten. Müsste ich als Firma nicht am Anfang einen Kredit bekommen? Was bringt mir ein Kredit, wenn meine Firma bereits läuft? Ich brauche doch einen, wie sagt man? Wenn du eine Firma beginnst, diesen Anfangs, wie heißt denn das? Startkapital, genau. Ich brauche doch Startkapital. Seid ihr alle bekloppt oder was? Gut, Karriereentwicklung. Meine steile Karriereleiter. 103 Kilometer bin ich gefahren. Davon 103 im Dienst. Okay, aha, okay. Erkundete Straße 0,08%. Kann man irgendwie diese scheiß Musik eigentlich ausmachen hier? Warte mal ganz kurz. Was machen wir erstmal hier? Option. Audio. Alter, was man ja alles einstellen kann. Ah, Musiklautstärke ist bereits auf 0. Also dafür, dass es auf 0 ist, ist es ganz schön laut. Radiolautstärke. Hat uns gebracht. Lautstärke, Navi, Sprach, Lautstärke, CB, Lautstärke der Spielegeräusche. Menümusik ist natürlich ein... ist natürlich ein Extra-Regler. War ja klar. Digga, das ist ja einfach so ein 48-Kanal-Pult. Kanal-Mix. Pult. Ihr wisst genau, was ich meine. Lacht nicht. Navi-Sprachausgabe, genau, das habe ich auch noch aktiviert. Helga. Heidi. Deine Welt sind die Berge. Oh, der hat Berge. Genau. Los. Wir sind fertig.
Neue Route finden. Machen Sie eine Kehrtwende. Ich bin berühmt. Guck mal, wie viele Frauen mir zugesprochen haben. ja, okay, komm. Voice-over rauschen? Was? Achso, für Funk. Ja, okay. Ja, das Spiel hat wohl auch irgendwie Multiplayer. Aber, ja, keine Ahnung. Rückfahrwarnton habe ich ausgeschalten, weil das habe ich direkt am Anfang gemerkt. Normalerweise hast du, wenn du LKW rückwärts fährst, dieses Piep, Piep, Piep. Das ging mir aber so auf den Sack, als ich da auf dem Hof rumrangiert bin, dass ich direkt deaktiviert habe. Rüttelstreifen, keine Ahnung. Wahrscheinlich meinen sie die Dinge, die man auf der Autobahn hat. Ja, offene Fenster, geil. Fließender Luft, okay. Hall-Effekte, ja genau. Und Ton abspielen, wenn das Spiel im Hintergrund läuft. Gut, tut's nicht. Ja, ich habe übrigens so einen kleinen Bug. Das liegt aber nicht an dem Spiel, sondern es ist ein Problem von Wine. Aber auch kein allgemeines Problem von Wine, sondern ein Problem, was ich habe, persönlich. Weil ich bei Wine irgendwas kaputt gemacht habe. Mit dem Erfolg, dass wenn ich Vollbildspiele habe, die ich minimiere, dann hängen sich die Spiele einfach auf. Ist bei allen Spielen so, die über Wine laufen und im Vollbild sind. Also da habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wie ich das... Ich habe damals... meine Maus ist verstellt. Ich habe damals Yandere Simulator gespielt. Oder wollte. Also nein, ich habe gespielt. Und musste aber, damit Yandere Simulator überhaupt funktioniert, per WineTwigs paar DLLs nachinstallieren. Und irgendwas scheint dabei wohl kaputt gegangen zu sein. Und seitdem habe ich das Problem, dass sich die Spiele, sobald sie minimiert werden, sich aufhängen. Ja. Es liegt also nicht an Wine oder an Ubuntu, weil ich habe auf meinem Arbeitsrechner, bei mir auf Arbeit, habe ich ja genau das gleiche Ubuntu. Ich habe auch Wine und wenn ich da über Wine spiele, dann hängen sich diese nicht auf. Da kann ich die ganz normal minimieren und auch wiederherstellen. Funktioniert alles wunderbar. Aber hier kann ich Spiele leider nicht minimieren. Was ein Problem werden könnte, wenn ich innerhalb, also während ich spiele, auf OBS zugreifen muss. Da muss ich das Spiel nämlich dafür immer beenden. Dumm gelaufen. Aber ist machbar. Ist alles machbar. Ja. Auf jeden Fall soll das erstmal für die Folge gewesen sein. Ich speichere mal ganz kurz. Neuer Spielstand. Wie nennen wir ihn denn? Spielstand 1. Der kreativste Name all over the world. Speichern. Was war da gerade? Autospeicherung anzeigen. Okay. Ich habe also drei Typen. Ich kann einmal manuell welche anlegen. Dann habe ich mein Schnellspeichern, was ich mit der F6-Taste mache. Und dann speichert er ja auch noch selber ab und zu. Und er behält tatsächlich einfach alle Spielstände da. Das ist ja geil. Cool. Das ist geil. Es gibt ja Spiele, da kannst du gar nicht speichern. Oder selbst wenn du speichern kannst, hast du nur so 2 oder 3 Slots und mehr kannst du nicht machen. Aber hier scheint es ein bisschen mehr zu funktionieren. Nein, ich will beenden. So, das soll es mit der Folge dann auch erstmal gewesen sein. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, dass diese Folge überhaupt irgendwann mal online kommt. Ich habe im letzten Video erwähnt, ne, mein Internet ist ein bisschen bitch in the ass. Von daher weiß ich gar nicht, ob das Ganze überhaupt jemals das Licht der Welt von YouTube sehen wird. Auf jeden Fall, wenn, dann hallo und tschüss.